Wie findest du da wieder hin? Du hast so einen Wegpunkt. Ja, aber ich überlebe wahrscheinlich nicht den Weg dahin. Irgendwie schaffst du das schon. Ich bin da zuversichtlich. Hier ist übrigens alles voller Steine. Und hier ist eine halbe Hütte. Tut mir leid, die will ich jetzt ausplündern. Oh, was zu essen, das ist gut. Oh, das ist schon. Machen wir schon ein paar Planken. Bringt noch nichts. Weil ich nichts habe, um die abzubauen. Ja, ich habe mal die Kisten vergrößert und so. Und ja, und da war ich dabei. Dann dachte ich mir, ich muss mal eben das Skelett töten. So. Ah, ich bin jetzt in der Schneelandschaft. So, ich bin schon mal satt, das ist schon mal gut. Das Ding ist übrigens alles geschmolzen hier inzwischen. Auf dem See. Okay. Wiebke, wie konnte mir der Name entfallen? Kann passieren. Ja. So, die Tür habe ich jetzt einfach mal mittig auf die Insel gestellt, weil sie hier steht. Wenn das Blut sich woanders sammelt, ist das halt... Oh, scheiße, ich nehme es gerade auf. Jetzt guckt ihr eh keine Scheiße nachher. Das bilde ich mir ein. Ah, im Schnee ist man so lahm. Der zweite See ist übrigens tatsächlich immer noch zugefroren. Ah, ist rutschig hier. So, Essen voll. Nochmal einen Schluck trinken hier aus unserem Süßwassersee. Ah. Ich war gerade im Salzwasser pennen, schlafen, schwimmen. Pennen, schlafen, schwimmen. I don't care. Oh, ist ja ganz schön duster hier. Schnell weg. Das war nur ein Ladefehler. Ich kann auch mal ganz tolle Dinge machen. Ich zauber mal eben. Hoppla. Hier ist alles geplündert, übel. Oder vielleicht war es auch einfach nur leer. Man weiß es nicht. Wo steht eigentlich eine Entfernung? Wie weit ich es noch habe bis zu meinem... Wenn du den Wegpunkt anguckst, steht doch die Entfernung da in Metern. Das muss ich lesen. Death Point hat drüber steht, ich Depp. Mach mal aus jetzt. Dann kill doch den Death Point einfach, kannst du löschen. Ach, sind nur noch 900 Meter. Du bist ja schon bald da. Mhm, will ich mich nicht vorher irgendwie zerfetzt hier? Mal Nacht einbricht. Die Nacht bricht ein. Klopf, klopf. Erstmal gucken, ob keiner zu Hause ist und die Tür aufbrechen, ey. Brüller. Fand ich voll gut. So. Oh, ein Ei. Super, pack's ein. Können wir Hühnerfarm aufmachen? Hab ich vor. Und Hühnerfarm mit einem Ei. Wenn es dann zu einem Huhn wird und nicht kaputt geht oder so. Und dann, wie willst du das ohne befruchteten Hühnerfarm draus machen? Ja, man kann ja noch mehr Eier sammeln. Ach so, gut. Aber verrat's keinem weiter. Würde ich nie tun. Wo komme ich jetzt am besten? Oh Gott, nein, jetzt kommen die ganzen scheiß riesengroßen Felsen hier. Wir haben uns auch den schwierigsten Weg ausgesucht, dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Doch, das ist auch super. Das hält hoffentlich auch andere davon ab, sich in unsere Richtung zu begeben. Nee, der direkte Weg geht nämlich schneller. Warum nimmst du dann nicht den direkten Weg? Nehme ich ja.
Weil ich suche gerade noch die Berge, wo wir so ewig drum rumgeeiert sind, aber die sind hier nicht. Hm. Sugarcane, so, alle mitnehmen. Ah. Achso, das sind nur Tintenfische. Die sehen immer so bedrohlich aus. Ja, ich gebe mal ein bisschen Sticks und Holz farmen. Ich will mal so eine Huhn und das unter den Arm klemmen irgendwie. Und mitnehmen, weißt du? Jo. Oh, Kühe. Hopp. Moon. Wenn das seine einzige Sorge ist. Wie heißt der Surrealist noch? Der ganz berühmte? Der auch Maler, Bildhauer, Schauspieler. Oh, wie hieß denn der Typ noch? Keine Ahnung, auf wen du gerade hinaus willst. Ich auch nicht, das ist das Problem. Meter noch. Ja, dieses Kämpfer ist auch so awkward. Tschüss. Ja. Blöden Feuer zu machen. Ja, nein, kann auch sein, dass er das einfach nur jetzt so erstmal googelt, weißt du, oder so, kann auch alles Mögliche sein. Nee, ich denke mal, das wird wegen dem gleichen Fehler, den du auch hast oder ich auch habe, mit den Sachen ins Feuer packen, sein, dass er jetzt einfach gesagt hat, nee, habe ich keinen Bock drauf, wieder runtergegangen ist. Das kann natürlich sein. Anstatt, dass er dann halt mal sowas wie Schiff benutzt. Ja, ich bin auf Tug. Ja. Oh nein, es wird Nacht. Noch 135 Meter und ich bin 150 Monster mit. Ich fühle mich wie der Sprinter von Marathon. Ja, wir müssen definitiv sehen, dass wir uns jetzt nächsten Tag auf jeden Fall dran machen an Betten. Ich versuche das gleich mal, während wir Nacht haben, in der Wiki rauszufinden. Damit wir unseren Spawn hier umsetzen. Geht das immer noch? Ich hoffe mal. Ja klar, die Betten setzen deinen Spawn. Aber dazu sollten wir zumindest eine minimale Hütte stehen haben. Wir brauchen eine minimale Hütte und wir haben zwei Kisten, eine Workbench, zwei Lagerfeuer, eine Fucktür, aber sonst nichts. Ich hasse dich so. Ich finde die Tür voll super. Die scheiß Tür steht. Ja, so nimmt sie wenigstens keinen Platz in der Kiste weg. Ach, bring ihn um. Machen wir erstmal mal ein scheiß Ei. So. Kann ich nicht. Ist kein Lamba drin. Knochen? Nehmen wir ein paar Sticks raus, ne? Mach das. Mal gucken, ob ich es hinkriege hier, was ich vorhab. Keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich habe Woolcloth. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Die werden wir wahrscheinlich für die Betten brauchen. Aber ich weiß es noch nicht genau. Jetzt gleich raus. Bin zu dumm. So, weg damit. Wir müssen bestimmt irgendwo Timber rumliegen, oder? Hä? Nee? Wir müssen nämlich die Feuer anheizen. Ich hab nichts mehr. Man kann doch bestimmt diese Dinger hier auseinander wieder kloppen, oder? Ja, mit einer Axt auf jeden Fall. Boah. Das ist ersoffen, der arme Sau. Das muss er noch erstmal hinbekommen. Ist gar nicht so schwierig. Bop. Ich geh nachts erstmal wieder ein paar Skelette jagen. Oh, scheiß kaputt. Ich wollte sagen, ich gehe erstmal Holz fällen. Da kommt übrigens eins, wo wir gerade davon sprechen. Jetzt ernsthaft. Was? Skelett.
Was macht das da? Ich weiß es nicht, aber es sieht nicht gut aus. Da schwimmt auch irgendwo ein Zombie. Was hat er gesagt? Der will was tauschen, Material. So. Also ich muss sagen, das mit den Bretterleitern hier, Treppen, finde ich voll geil. Das funktioniert voll gut. Wie geil! Das ist echt super. The Shack. Let's Shack. So, erstmal dicht machen. Wo hast du denn meine... deswegen meine Rüstung ist kaputt gegangen, deswegen war ich auch plötzlich so schnell tot. Geh ich mal einfach von aus. Ich habe das Rüstungsteil aufgesammelt, das ist noch nicht ganz kaputt, das habe ich gerade an. Achso, doch nicht. Was ist aber ein Plan halt Hammerhead? Plan Hammerhead. Das braucht man, um dann, wenn man eine Schmiede hat, dann auf einem Amboss aus dem Roherz mit Glück einen Kopf aus Metall für einen Hammer herzustellen. Das war dumm, Stefan. Ich nehme mal einen Speer, werf die gerade aus in die Luft, hör dir dann zu und krieg den voll auf den Kopf. Top, gratuliere. Mann, ey. Ich stelle mich mal hier in unsere erste Sicherheitshütte. Nee, ich komme gleich mit. Ich komme! Woolcloth haben wir, ja? Ja. Top. Okay. Hast du Bretter? Da haben wir noch welche. Oh. Noch ein paar Stacks in der Kiste. Bleib doch einfach mal drin. Ich wollte sagen, ich bleib drin bis Tages. Ich werde hier keinen Schritt raus tun. Aber aus 3 Woolcloth und 3 Brettern baut man ein Bett. Woraus baut man Woolcloth? Aus Strings. Also du kannst... Was kriegt man dann von Schafen? Mit einem Messer und dem Sheepskin, also dem Leder, daraus macht man Wolle. Und die Wolle kann man dann mit einer Spindel in Fäden umändern. Also in Garn. Knock. Ja, und knock. Ja, ich werd wahnsinnig hier drin. Dann geh raus und prügel dich mit deinem Skelett freuen. Alles wunderbar hier draußen. Das ist wieder ein scheiß Problem. Das ist hinterm Haus, das Viech. Ich mach mir jetzt ein Ei, du Ei. Oh, ich geh mal was trinken. Gluck. So. So, viel wichtiger. Ich hab die Betten. Monster sind hierbei, ich kann den Spawn nicht setzen. Ach, wegen dem scheiß Skelett in deinem Haus. Hast du 2 Betten gemacht? Ja, ich habe 2 Betten gemacht. Das ist quasi exzellent. Oh, Feuer, du Nuss. Oh, Kacke. Oh, 3 Speere und das Vieh lebt immer noch. Ach, kostet doch nix, die Dinger. Oh, und weg ist das Kackteil. So. Das Kackteil, sagt er zu dem Viech. Freundlich. Ja. Ich kann mich hinlegen, leg dich hin. Fick dich. Ich will mal kochen hier, Alter. Ich hab zu tun. Ist ja nicht mein Problem, wenn du dann keinen. Ja, ist ja recht. Bin ja schon unterwegs. Mach die Tür hinter dir zu. Quatsch, ich guck mal sowas. Hat er jetzt den Spawn gesetzt oder müssen wir tatsächlich schlafen? Du musst, ich glaube, 10 Sekunden oder so warten. So, ich lief jetzt wieder, das sollte gereicht haben.